Hallo Freunde, hier ist Ariel und sein Hausmannskost. Heute machen wir mal einfach nur einen Salat. Und zwar machen wir so einen griechischen Salat, Hirtensalat oder wie auch immer. Wir haben 35 Grad draußen und dann ist das wirklich so ein Salat, wirklich das Optimale. Ich mache mir natürlich später noch ein Stück Fleisch zu, ne? Aber der geht einfach auch so. Zu den Hirtensalat brauchen wir folgende Zutaten. Wir fangen erstmal an mit dem Feta-Käse. Ihr könnt auch Hirtenkäse nehmen, egal was euch gerade schmeckt. Dann Tomaten, also ich habe hier ganz normale Tomaten. Ich mache sie ein bisschen anders, da komme ich aber gleich noch zu, weil ich das einfach nur lecker finde. Dann brauchen wir Gurken, Verlaufszwiebeln, Paprika, bisschen Zitrone, bisschen Knoblauch, eine frische Zwiebeln, Oliven und Peperoni. Dann Olivenöl und ein bisschen Oregano. Das ist, ihr könnt auch noch andere Sachen dazu machen. Ne? Also das ist ein bisschen Aubergine oder Zucchini, geht auch noch. Oder selbst auch noch so ein bisschen Salat mit rein. Alles kein Problem, das bleibt euch natürlich ganz alleine überlassen. Ich fange jetzt erstmal an. Wasche mir die Sachen und schneide sie. Also Paprika, Lauchzwiebeln, Gurke, Zwiebeln und Knoblauch. Knoblauch in dem Fall, der kommt schon weg, weil ich habe mir Knoblauch von geschnitten und habe den hier in meinen konfierten Tomaten. Wenn ihr sowas nicht machen wollt oder nicht habt und frische Tomaten, dann würde ich ruhig ein bisschen Knoblauch mit reinmachen. Weil es gehört einfach dazu in meinen Augen. Vielleicht mache ich mir auch noch so ein bisschen was mit drüber, weil es einfach lecker. Dann mache ich mir noch eine kleine so Chili wie immer zu, weil ich das ganz gerne ein bisschen schärfer mache. In dem Fall ist das Ding hammerhart, das ist eine Jalapeno. Die hat schon Power, also da brauche ich höchstens 3 Stück von, das reicht mir denn. So 3 so kleine Ecken, weil sonst das zu scharf. Gut, ich mache das jetzt erstmal fertig. Ach nein, pass auf. Ich komme jetzt noch mal kurz dazu. Ich habe hier konfierte Tomaten. Das sind diese Ritzen Tomaten, die ich hier habe. Die habe ich einfach in Topf mit Olivenöl. Das ist das Öl hier. Das habe ich jetzt schon das dritte Mal benutzt. Habe mir so hinterher immer noch ein bisschen Rosmarin und frischen Knoblauch reingemacht. Und den so alten, der hier drin war, den könnte man verarbeiten oder halt auch nicht. Die war natürlich bedeckt, habe ich alle reingemacht. Eine Stunde auf Stufe 1 bis 2, je nachdem wie ihr das einstellen könnt, wenn ihr ein Thermometer habt, auf 60 Grad. Also dass sie eine Stunde bis anderthalb Stunden bei 60 Grad da drin gar gezogen werden. Dann habe ich die Haut abgezogen, dadurch bildet sich hier dieser Fond. Und dieser Fond gibt es nachher bei mir, was ich über den so Dressing drüber mache. Das ist einfach absolut nur so lecker. Die konfierten Tomaten in den Öl. Das Öl schmeckt auch immer. Könnt ihr schön zum Anbraten nehmen, wie auch immer. Kann ich nur empfehlen. Ich habe einen Film über konfierte Tomaten. Schaut euch das an. Ganz einfach. So, habt ihr das nicht? Nehmt ihr die frischen. Ich packe jetzt frische Tomate weg. Stellt euch vor, es sind frische. Die schneidet ihr im Salat rein. Das muss hier noch ein bisschen kalt werden. Deswegen habe ich das da noch stehen. Gut. Achso, ja, hier müssen wir das einmal ganz schnell machen. Das andere könnt ihr alles schneiden, das ist ja nicht das Problem. Was habe ich denn hier für Linkshänder? Ja, das geht ja nun gar nicht. So, ich mache mir einfach hier die Schale weg. Ihr könnt sie auch dran lassen, habt ihr eine schöne Bio-Gurke. Das ist jetzt keine in dem Fall. Aber ich persönlich würde das auch bei der Bio-Gurke nicht mit Schale essen, mag ich einfach nicht. Aber das ist halt alles Geschmackssache und das muss dann jeder für sich selbst. So, dann schneiden wir das Stück hier hinten auch weg. Dann schneiden wir das in der Mitte durch. Ihr könnt die Gurke einfach so schneiden, wenn ihr möchtet. Also alles bleibt euch natürlich alles selber überlassen. Ich persönlich mache das Kerngehäuse nicht und das mache ich mir einfach hier so mit dem Löffel raus. Nur für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. So, die Paprika schneide ich mir in kleinen Würfel. So, ich habe mir jetzt soweit alles klein geschnitten. Paprika, Gurken, ein paar Lauchzwiebeln. Dann den Schafskäse, kommt auch alles rein. Jetzt kommt der ganze Fond rein mit dem Knoblauch. Wie gesagt, wenn ihr den Fond nicht habt, die Menge und so, das müsst ihr natürlich dann selber sehen, wie viel ihr euch macht.
Das reicht schon. Dann auch weg. So, jetzt kommen die Oliven dazu. Die Peperoni machen wir gleich zum Schluss. Dann kommt ein bisschen Oregano dazu. Bisschen Salz, Pfeffer. Ihr müsst nur aufpassen mit Salz, Pfeffer, denn der Ziegenkäse ist auch, der Federkäse, der ist auch sehr gut gewürzt. So, jetzt entweder habt ihr bestimmt so Dressing dazu oder ihr habt, wie gesagt, Olivenöl und dann einfach nur Zitrone. Das ist so richtig, das ist richtig erfrischend. Ne? Hatte ich Zitrone gesagt in der Beschreibung? Ich glaube ja, ne? So. So, einfach Zitrone schön drüber. Denn normal Olivenöl, ich habe ja hier mein, von den konfierten Tomaten mein Öl. So. Hände sind sauber oder Handschuhe oder nur Löffel nehmen. Aber. So, voilà. Dann kommen noch die Peperoni rüber. Und wenn ihr den noch habt, macht ihr so ein bisschen frische Petersilie drüber. Ich probiere jetzt mal unten den Satz. Den. Das ist mein Herdensalat. Ein Bauernsalat oder wie immer ihr das nennen möchtet. Einfach ist es nur Salat mit Paprika, Tomate, wie gesagt in dem Fall konfierte Tomaten, bisschen Federkäse, Gurken, Lauchzwiebeln, Oliven und Peperoni. Ich habe noch ein bisschen Jalapenos zu. Müsst ihr nicht, darf auch nicht so viel sein, weil die Schärfe soll nicht den Salat übertönen. Das soll eigentlich eine Frische sein. Man sagt, man soll den Salat auf Zimmertemperaturen, dann schmeckt man das am meisten. Ich muss dazu sagen, ich stelle mir jetzt noch so kalt, brate mir ein Stück Fleisch und ich mache ihn halt am liebsten, wenn er so kalt ist. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen näher ran. So, ich muss den doch noch mal ein bisschen sauber machen. Wenn ihr keine Zitrone habt, ja, dann nehmt ihr ein bisschen so Essig. Könnt auch Balsamico Essig dazu nehmen oder Samplang. Aber alleine normal reicht Olivenöl und Zitrone. Dann habt ihr richtig absolut Frische. Salz, Pfeffer, in dem Fall habe ich nicht so viel, aber genau. Pfeffer mache ich nochmal rüber. Den habe ich nämlich gar nicht dabei. So, Salz lasse ich weg, weil ich Salz in den Federkäse habe. Und auch in meinen konfierten Tomaten habe ich vorhin noch mal ein bisschen Gewürz gehabt. Was natürlich jetzt noch gut ist, einfach noch ein bisschen frischen Knoblauch drüber. Aber auch nicht so viel, nur so ein bisschen. Wie gesagt, könnt ihr auch weglassen. Aber das wäre jetzt mal so ein schneller, einfacher Herdensalat. Und der schmeckt auf jeden Fall. Ich kann euch nur sagen, wie immer, Freunde, viel Spaß beim Nachmachen. Wünscht euch euer Ariel. Und tschüss. Ich mache mir natürlich jetzt noch ein schönes Stück Fleisch dazu, so ein Nackensteak. Und dann kommt das noch geiler. Und tschüss.